Guten Tag, Frau Schick. Hallo, guten Tag. Sie sind Projektbeauftragte beim Deutsch-Französischen Jugendwerk für das Projekt TELET. Auch wenn die Schüler- und Schulaustausch jetzt nach der Pandemie nicht wieder starten kann mit allen Vorsichtsmaßnahmen, so ist es ja nicht ausgemacht, dass wir die Pandemie hinter uns lassen können. Da habe ich mir auf der Seite Ihr TELET-Tandem angeguckt und das hat ja eine ganz besondere Bedeutung. Um was geht es dabei eigentlich? Also die Idee von Teletandem ist sehr viel älter als die Pandemie. Und die Idee ist, deutsche und französische Schulklassen online zu Projektarbeit anzuleiten, zu begleiten und die Tools dafür zu liefern. Das heißt, wir verstehen das als digitale Projektarbeit im deutsch-französischen Sektor. Wie funktioniert das denn? Also, wir liefern die Plattform. Die Plattform ist sozusagen eine ganz große Menge an Kursräumen und NutzerInnen. Und für jedes Projekt melden sich die beiden Lehrkräfte an. Also TeleTandem funktioniert im Tandem. Ein Deutscher, eine französische Lehrkraft, die zusammen mit ihren Klassen in einem geschützten Kursraum ein Projekt durchführen. Das heißt, es gibt ein Thema. Je nach Sprachniveau und Altersklasse ist das sozusagen von den Lehrkräften konzipiert. Und dann melden sich die Schüler dazu an und können online in diesem Kursraum alle Aktivitäten durchführen und mitmachen, die für das Projekt notwendig sind. Es kann aber genauso gut auch mit einer Präsenzbegegnung stattfinden. Das heißt, in der Entwicklung von TeleTandem fing es damit an, dass sozusagen die beiden Klassen sich auch trafen und vorher und nachher und auch währenddessen auf der Plattform zusammenarbeiten, Medien teilen, Dateien hochladen, kommentieren und eben sozusagen als Oberfläche TeleTandem nutzen, um alles zu teilen. Während der Pandemie sind die Präsenzbegegnungen, wie Sie schon sagten, ein bisschen weniger geworden, aber TeleTandem funktioniert sowohl als auch sozusagen ausschließlich online oder eben mit Präsenzbegegnungen. Frau Schickesanz, helfen Sie den Schulen, ein bisschen Partner zu treffen? Ja, es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Partner zu treffen. Und es gibt auch immer wieder Lehrkräfte, die sich mit ihrem bestehenden Tandem anmelden. Also Lehrkräfte, die lange Jahre schon Präsenzbegegnungen gemacht haben mit ihrer Partnerschule im anderen Land. Das ist eine Möglichkeit. Aber wir helfen auch, Partnerklassen zu finden, die natürlich idealerweise Sprachniveau und altersmäßig passen sollten. Es gibt zum einen die Möglichkeit, auf der Plattform sich einmal angemeldet als Lehrkraft im Lehrerzimmer eine Partnerklasse zu suchen. Das ist sozusagen ein Austauschforum, wo verschiedene Lehrkräfte wie so eine Art Kleinanzeige schalten und ihre Idee vom TeleTandem-Projekt vorstellen und jede Person, die angemeldet ist, auf der Plattform da dann antworten kann und sich die LehrerInnen da finden können. Es gibt aber auch einen Weg außerhalb der Plattform. Das ist die Kleinanzeige, die sich Domino nennt, vom DFJW. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, zahlreiche Sachen zu finden. Es gibt aber in den Suchfiltern die Möglichkeit, eben genau nach TeleTandem-Projekten zu gucken. Ich habe das heute früh mal durchgeführt. Allein von den letzten beiden Monaten haben da über 30 LehrerInnen aus Deutschland und Frankreich eine Anzeige geschaltet. Das heißt, wenn Sie als Lehrer da Lust haben, dann kann man da einfach mal durchblättern und vielleicht eben thematisch oder regional interessiert werden und dann einfach mal Kontakt aufnehmen an die verschiedenen Lehrkräfte. Denn das ist tatsächlich die einzige Voraussetzung, die es für ein TeleTandem-Projekt gibt, im Tandem. Das heißt, immer eine deutsche und eine französische Klasse. Wir richten die Kursräume erst dann ein, wenn sich diese beiden LehrerInnen gefunden haben. Sehr viel mehr muss da nicht passiert sein, aber zu zweit müssen sie sein. Um unseren Lehrern wirklich das Interesse dafür ge zu geben, da drauf zu gucken, könnten Sie zwei, drei Projekte nennen, was so gemacht wird, als Beispiel? Also, das kann tatsächlich, das geht in alle Richtungen, aber wenn ich sage, kollaborative Projektarbeit, dann heißt das, dass gemeinsam von beiden Klassen etwas entstehen soll. Und Produkte, die da entstehen, können natürlich digital sein. Das kann ein Glossar sein oder eine Sammlung von Websites, wie so eine Art Bibliothek oder Linksammlung. Das kann aber manchmal auch sehr, sehr analog sein. Also wir haben auch schon Ausstellungen erlebt oder
tatsächliche gedruckte Bücher oder Kalender, die dann sozusagen an die Schülerinnen und Schüler ausgeteilt werden oder eben in den Schulen einzeln gezeigt und dann mit den anderen Klassen und auch Eltern geteilt werden. Und Sie sagten, alle können mitmachen, also alle Klassen, alle Schulformen, alle Jahrgangsstufen? Das ist richtig. Wir haben von der Berufsschule bis zum École Maternelle alles dabei. Und das steht und fällt sozusagen mit dem Tandem aus den beiden LehrerInnen. Wie viele Klassenräume gibt es eigentlich im Augenblick im virtuellen Bereich? Können Sie das ungefähr sagen, wie groß die Zahl ist? Würden Sie das verraten? Also jetzt, wo wir aufzeichnen, am Ende des Schuljahres, können wir sagen, das Schuljahr 2021-22 mit ein bisschen mehr als 200 Kursräumen im schulischen Bereich abgeschlossen ist. Das heißt, im letzten Schuljahr haben 200 Lehrer-Tandems auf der Plattform einen Kursraum eröffnet und thematisch natürlich sehr divers und Altersstufen so weiter gestaltet. Aber nur um eine Idee zu bekommen, 200 Teletandem-Schulprojekte. Das sind 400 Klassen in beiden Ländern. Richtig. Ist doch toll. Und das sagen Sie so nebenbei, da müssen Sie stolz drauf sein. Das ist ja eine irre Zahl. Das ist eine irre Zahl und das ist auch eine Zahl, die natürlich im Zuge der Pandemie angestiegen ist, sodass die Nutzerzahlen, das sind sozusagen sowohl die Lehrkräfte als auch die SchülerInnen, die auf der Plattform sind, sich ungefähr vervierfacht haben inzwischen. Da muss ich mich ja schämen, dass ich jetzt erst auf dem Blog darüber berichte. Das hätte ja viel eher gemacht werden müssen. Umso besser, dass es jetzt geschieht. Also, gibt es irgendwelche Formen von Hilfestellung oder für die Partnerarbeit, für die Projektarbeit? Es gibt jede Menge Hilfestellungen. Also das eine sind die Fortbildungen, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber das andere ist alles, was sich im Lehrerzimmer befindet. Lehrkräfte, die sich interessieren für Teletandem-Plattformen, denen sei sehr schnell geraten, sich auf der Plattform anzumelden und unter dem Kursbereich Lehrkräfte das Lehrerzimmer zu finden. Für uns ist das wirklich der Kursraum, wo sich Ressourcen und Weiterleitungen und alle möglichen Informationen befinden. Am allerwichtigsten zu nennen sind die Interaction-Module, die wir in den letzten Jahren immer weiterentwickelt haben. Das DFJW zusammen mit dem Team an FortbildnerInnen und erfahrenen Teletandem-Lehrkräften. Das sind also fertige Module tatsächlich, die Sie kostenlos als Lehrer in Ihrem Kursraum benutzen können. Je nach Altersstufe verschiedene Aktivitäten eben sozusagen vorgefertigt. Sie können die anpassen, Sie können die im Ganzen oder in Teilen durchführen zu Themen wie meine Familie, meine Freundin und ich, Essen oder meine Stadt. Es geht aber auch in Richtung Zukunft und Umwelt. Und um eine Idee von der Plattform zu kommen, ist das tatsächlich ein sehr, sehr guter Türöffner, um zu sehen, wie sieht das aus, was kann ich machen, was sind Dateien, wie kommen die Schüler überhaupt in Kontakt? Und das eben alles im Lehrerzimmer. Das ist ja super. Ich werde sofort unter den Aufgaben auf meinem Blog unten ein Signet für das Teletandem einbauen. Sehr gut. Es gibt noch eine andere Form der Hilfe generell, die vielleicht an dieser Stelle genannt werden kann. Wir haben seit nun 2 Jahren eine Kooperation mit EDUC-Arte, wo wir 10 LehrerInnen-Tandems ein begleitetes Teletandem-Projekt anbieten. Das heißt, Lehrkräfte, die vielleicht die Plattform schon entdeckt haben und kennenlernen und Lust haben zum Thema, und dieses Jahr ist das eben das Thema deutsch-französische Freundschaft, zu arbeiten, mit ihren Klassen ein Tandem-Projekt durchzuführen, und dabei aber eben begleitet werden durch ein Wochenende in Präsenz. Das werden wir im November durchführen. Aber auch sehr viel mehr Vor- und Nachbereitung im Tandem zu diesem Thema. Das sind also die Fortbildungen, die Sie vorhin erwähnt haben, nicht? Das ist nur eine davon. Es gibt darüber hinaus inzwischen 3 verschiedene Formate. Das eine sind Online-Seminare, die wir von 2-sprachigen FortbildnerInnen anbieten. Die werden im Herbst wieder stattfinden und im Frühjahr wieder stattfinden, wo Sie als Lehrkraft einfach mal zuhören können und Fragen stellen können. Was ist Teletandem? Wo muss ich mich anmelden? Wie funktioniert das? Was kann ich da alles machen? Diese Termine werden auf der Seite vom Teletandem auch angekündigt. Ganz genau. Die kann ich also auf meinem Blog wieder spiegeln sozusagen. Gibt es ein Newsletter vom Teletandem?
Es gibt keinen Newsletter vom Teletandem, aber es gibt den Newsletter vom DFJW, wo auch regelmäßig Teletandem sozusagen mit drin steht. Das Zweite, was wir im nächsten Schuljahr relativ neu testen werden und so das erste Mal durchführen, sind kürzere Fortbildungsmodule, die Sie im Tandem, also auch wieder mit einer Lehrkraft aus dem Partnerland, teilnehmen können zu verschiedenen Themen, aber eben ausschließlich online. Das heißt, Sie melden sich an und haben innerhalb von 10- bis 12-tägigen Modulen die Möglichkeit, die Plattform als Teilnehmende zu entdecken, aber eben auch die Inhalte, die ein Teletandem-Projekt bedeuten, kennenzulernen. Das geht um Tandem-Lernen, es geht aber auch um Projektarbeit und technische Grundlagen der Plattform, wie gestalte ich so einen Kursraum als Lehrkraft. Und das letzte Modul wird um das Thema eine Begegnung organisieren gehen. Also wenn Sie Lust haben, dass sich Ihre Klassen nicht nur online im Kursraum treffen, sondern auch eine Begegnung machen, erfordert das ja auch immer einen gewissen Organisationsaufwand. Und da haben wir auch ein Modul anzubieten. Und die letzte, längste und älteste Fortbildung ist das Basismodul im Blended Learning Format. Das wird im Frühjahr wieder stattfinden, ab Januar. Das ist ein Format, was überwiegend online stattfindet, über einen Zeitraum von 12 Wochen. Aber auch teilweise versuchen wir wieder im Januar ein Präsenzwochenende durchzuführen. Wenn das aufgrund der Pandemie nicht möglich sein sollte, dann wird das, wie in den letzten 2 Jahren so geschehen, ausschließlich online sein. Aber das ist ein sehr breites Fortbildungsformat, das Ihnen alle Grundlagen der Plattform vermittelt und Sie nach diesem Ablauf der Fortbildung in die Lage versetzt, selber ein Teletandem-Projekt durchzuführen. Ja, wunderbar, Frau Schicketan. Herzlichen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank.